Hallo zusammen, hier ist euer Radio Ulm 8 Wetterfrosch André Hilgers mit den Aussichten. Am Dienstag scheint vor allem im Westen und Südwesten länger die Sonne, sonst ist es wechselnd bewölkt. Vor allem in der Osthälfte und im Süden gibt es noch einzelne Schauer, die von kurzen Gewittern begleitet sein können. Die Schneefallgrenze liegt am Dienstag bei etwa 500 bis 600 Metern, die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 11 Grad. Am Rhein kann es mit Sonne auch mal bis 12 Grad mild werden. Auf dem Bergdruff so um die 3 Grad. Die Nachtwerte, die gehen auch mal wieder unter 0 zurück. Plus 2 bis minus 4 Grad. Und da kann es auch mal örtlich zu Glätte kommen. Das heißt also, Fuß vom Gas, lieber Autofahrer. Die nächsten Tage werden ähnlich, Temperaturen so bis höchstens 12 Grad. Und Sonne und Wolken wechseln sich ab. Immerhin bleibt es aber überwiegend trocken. Und damit gebe ich zurück ins Studio.